Hallo und herzlich willkommen zum CK2 Montag. Wir spielen mit Norigr und König Harald dem Zweiten von Norigr. Beide heißt ja gar nicht Harald, der heißt Haraldr. Er ist der Sohn vom weltberühmten König Eirikir Blutax, der leider schon frühzeitig gestorben ist, im Alter von 52 Jahren. Dann haben wir ganz kurz mit unserem Onkel oder so weitergespielt und jetzt, Gott sei Dank, spielen wir wieder mit König Haraldr dem Zweiten und führen die Ningling-Ära fort, wobei der Onkel auch ein Ningling war, aber ne, jetzt führen wir quasi den Familienstammbaum weiter und werden mal schauen, was wir so noch erobern können. Wir sind ein bisschen blutbespritzt. Wenn mich nicht alles täuscht, liegt das daran, weil wir den Initiationsritus in die Kriegergilde hier, die Wolfskrieger, durchgeführt haben und leider verloren haben gegen irgendjemanden. Und der hat uns ein bisschen versohlt, aber was uns nicht umbringt, macht uns nur stärker. Deswegen hoffe ich mal, dass diese beiden Mali relativ schnell verschwinden und wir dann gestärkt daraus hervorgehen mit ganz viel Kampffertigkeit. Hoffentlich. Wir haben eine Blutlinie, das ist auch gut. Vielleicht schaffen wir es sogar, wenn alles gut geht und wir gesund bleiben, dass wir eine weitere Blutlinie gründen. Wir haben aktuell eine Verlobung am Laufen mit Rokneda Sataufna. Sie ist 13 Jahre alt, braucht also noch 3 Jahre, bis sie volljährig ist. Und ich habe sie gewählt, weil sie schlau ist. In der Hoffnung, dass unser Sohn oder Tochter, hoffentlich Sohn, auch schlau wird, wenn wir denn einen bekommen sollten. Wir haben aktuell was? Wir haben die stärkt die germanische Religion gewählt. Habe ich das gewählt? Bin ich mir nicht so ganz sicher. Wird aber schon stimmen. Und wir haben den Herrschaftsfokus für mehr Verwaltungspunkte, damit wir hier wahrscheinlich von der Domänengröße her passen. Sind aktuell bei 7, Diplomatie 4. Ganz schlecht eigentlich, aber dafür bei Kriegskunst ganz gut. Hallo Wall. Nachnamen bitte 3-mal schnell hintereinander sagen. Norigr, meinst du den? Moment, da fängst du zu streamen an und schon bekommst du eine Nachricht aufs Handy. So, wir haben ganz viel Reiche. Königreich Norigr, Jaltum von Wicken, Ländereien, 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 ganz viele Ländereien. Wir schauen mal auf unsere Karte hier. Hier unten, das ist unseres. Ah, stimmt, die haben ja hier drüben angefangen. Das ist ja unsere Hauptstadt hier. Ross. Oder Rosse, wie wir einfach sagen mal, wir Norigr. Ach nee, den von meiner Verlobten soll ich sagen. So, also wir sind ja hier auch schon gelandet. Ich würde ja schon sagen, wir wollten eigentlich Island machen. Ich würde ja schon sagen, so als Ziel vielleicht, dass wir uns England oder Großbritannien holen. Ich glaube, es gibt sogar ein Achievement, wo man dann als nordischer Stamm komplett Großbritannien beherrscht und dann Kultur Englisch wird oder Kultur ja Englisch wird. Ich glaube schon. Irgend sowas gibt's. Vielleicht, dass wir uns mal auf das konzentrieren, dass wir hier mal runtergehen. Bevor wir das machen, werden wir aber auf alle Fälle nicht Island erobern, so wie ursprünglich letztes Mal angedacht, sondern ich würde mal sagen, hier drüben Savo. Weil wir hier immer noch den Unterwerfungskriegsgrund haben, den wir einmal in unserem Leben durchführen können. Könnt mal schauen, ob wir Savo vielleicht so ein bisschen was abzwacken könnten und uns den Unterwerfungskriegsgrund noch aufheben. Aber hey, ne? Das sind jetzt doch ganz schön viele Provinzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Provinzen wären das. Und dann hätten wir vielleicht auch gleich mal wieder, ne, dass wir hier unten uns ein bisschen ausbreiten. Einfach damit wir die große Insel hier, das große Gebilde hier, uns langsam aber sicher unter den Nagel reißen. Es kam letztes Mal auch noch der Hinweis, vielleicht, dass wir uns Novgorod holen. Aber bevor wir uns Novgorod holen, würde ich mir lieber Savo holen, damit hier alles wenigstens ein bisschen zusammenhängt. Ne? Okay, und anschließend gehen wir dann eventuell nach Island. Wir haben ja auch den Unterwerfungskriegsgrund.
Aber wir haben auch einen Diure-Anspruch auf Island. Von daher können wir auch direkt dann gleich hier rüber schippern. Brauchen dafür 500 Prestige. Das holen wir uns durch den Krieg mit Savo. Und dann geht's Richtung Schottland, England und so weiter. Was machen denn eigentlich unsere Berater? Der kann uns nicht gut leiden. Der Jarl Hakon. Ah, den habe ich auch noch irgendwo in Erinnerung. Der war, glaube ich, irgendwann mal Thronfolger. War vielleicht sogar auf dem Thron. Irgend sowas. Wir haben aktuell 2279 Truppen. Das sind, ist alles Gefolge plus... Gefolge plus Geschichtstruppen, die wir zu Anfang bekommen haben. Wobei von den Geschichtstruppen Truppen mittlerweile nicht mehr viel übrig ist. Ich weiß jetzt nicht, welche das hier ist. Entweder sind das die hier, oder aber 26, so wenig. Ich glaube, dass das unser Gefolge ist, hier die 26. Und wenn wir das alles aufbauen, dann sind wir insgesamt bei 5000 Truppen. Nur alleine mit Gefolge und den Ereignistruppen. Das ist schon ziemlich gut. Da haben wir hier die Truppen noch gar nicht ausgehoben. Die 3500 aus den Domänen. Und wir schauen mal hier rüber, was Savo so an Truppen hat. Er hat 2600. Das heißt, wir können ohne Probleme das hier auch mit unseren Domain-Truppen machen, damit wir die hier erstmal schön wachsen lassen können. Und für den Notfall aufbewahren können. Wir brauchen noch einen Regenten. Unsere Mama ist leider schon tot. Unser Nachfolger ist der Refre. Wir setzen mal keinen Regenten. Oh, wir können das Königreich Schweden auch schaffen. Frage ist, wenn ich das Königreich Schweden jetzt schaffe, ist es wahrscheinlich so. Na, wobei, wir haben ja eine Wahlerbteilung, oder? Ja, wahlweise Erbteilung auf Königreich Noriger und auf das Jarltum auch wahlweise. Okay. Das heißt, da könnten wir dann sogar Glück haben. Aber nee, je mehr Königreiche wir haben, umso schlechter für uns. Hallo, Witherboy. Was? Erbteilung ist trotz alledem Erbteilung. Das heißt, wir würden trotzdem dann... Naja, es könnte ja sein, dass wir hier oben bei Königreich Noriger dann unseren Refre drin haben zum Beispiel. Oder unseren demnächst hoffentlich legitimierten Erben nachfolgen. Und dann beim Königreich Schweden, das wir gründen könnten, auch nochmal den hier drin haben. Weil er gewählt wird halt für das Königreich Schweden. Aber nee, ich werde das jetzt nicht extra machen. Hallo Emperor! Und willkommen. Okay, da fliegen hier jetzt schon wieder die Mücken um mich herum. Das ist ja fantastisch. Oh mein Gott. So. Ich wollte eigentlich vorhin schon nachschauen, was unsere Berater machen. Wir könnten Ansprüche fingieren machen. Vielleicht fangen wir mal hier in Schottland an. Moray. Wir haben ein bisschen Geld. Sind aktuell im Minus auch noch. Dann unser Marschall. Bildet die Truppen natürlich aus. Dann der Kämmerer. Stamm ansiedeln. Kulturänderung hier oben. Wir haben hier oben die Kultur schottisch. Das könnten wir machen. Oder wir lassen ihn hier und er macht Reich verwalten und verbessert einfach unser Reich ein bisschen. Er ist beim Technologiestudieren und er ist beim Bekehren wahrscheinlich hier drin. Das könnte er sein. Also, das passt. Dann würde ich sagen, wir erklären Savo den Krieg zur Unterwerfung. Dänemark geht ja nicht, oder? Dänemark ist katholisch, da geht Unterwerfung nicht. Das haben wir beim letzten Mal gelernt. Königreich ist gleichgestellt mit Königreich und Herzogtum mit Herzogtum. Aber bei Erbteilung selbst wahlweise kann nicht zweimal derselbe stehen. Ah, okay, das geht dann nicht. Gut. Oh, habe ich noch irgendwas vergessen? Gesetze. Das sollte alles passen. Wir haben auch keine großartigen Fraktionen. Nee, ich glaube, wir sind soweit. Wir werden Savo mal den Krieg erklären. Der kann ja eh nichts. Hat er denn irgendwelche Verbündete? Er hat einen nicht angespackt, mehr aber auch nicht. Wir brauchen auf alle Fälle Schiffe, die uns dann hier rüber schippern.
hätten einmal 3555 und dann die Flotten hier drüben. Dann werde ich die anderen, lasse ich hier. Und euch sammeln wir hier mal. Hier unten. Und die Schiffe auch hier unten. Und dann bringen wir euch mal rüber. Wir führen natürlich selber die Armeen an, damit wir gute Werte bekommen. Oh, ich habe zu wenig Schiffe hier. Damit wir gute Werte bekommen. Der sitzende Lebensstil und die häufigen Snacks verwandeln die junge Hafrid in eine stämmige junge Frau. Oh Mann, das kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen. Wer ist das denn? Unsere Hoffrau. Er hält die Eigenschaft stämmig. Aber die Gesundheit plus 0,25. Und die Kampffertigkeit auch plus 2. Gar nicht mal so schlecht stämmig. So, jetzt bringen wir euch an Bord. Der Koch hat ein hervorragendes Mahl bereitet. Wir werden entweder fett oder gefräßig oder gemäßigt. Wir werden natürlich gemäßigt. Oh. Dann, ich bin Anfänger Arnfast oft begegnet, während ich meinen Pflichten für die Wolfskrieger nachgekommen bin. Und es war immer ein angenehmes Erlebnis. War das der... Au, das ist der Nörgler, der uns verprügelt hat bei unserem Ritus. Also dann, den können wir uns zum Freund machen. Vielleicht, der hat 65 Punkte hier bei persönlicher Kampffertigkeit. Das ist schon echt krass. Das ist voll krass. Ich bin gerade am überlegen, ob es wirklich so klug ist, dass wir hier die Truppen anführen, weil wir ja verwundet sind. Es wäre echt saudumm, wenn wir gleich sterben werden. Egal. Wir sind ein nordischer Krieger. Die stützen sich auch mit Verwundungen in die Schlacht. Wir sollen Rutland plündern hier unten. Ich nehme das mal an, das können wir machen. Wir müssen sowieso bald wieder zur Plündertour aufbrechen. So, er fährt offenbar mit Schiffen hier zu uns rüber. Alles aussteigen. Und hereinspaziert in die gute Stube. Ach, ich hätte eigentlich auch... Oh Gott, ich kann ja auch gleich hier rüber fahren, Mensch. Wieso bin ich denn jetzt hier ausgestiegen? Alles einsteigen und wir fahren Richtung Sabo. Schauen, ob er schon angekommen ist hier. Wo sind denn meine Truppen? Habe ich hier die falschen wieder mitgenommen? Jetzt habe ich hier echt die falschen mitgenommen. Na gut. Das geht ja schon wieder gut los. So, wir haben ein bisschen Verschleiß. Kann ich hier irgendwo reingehen? Moment, wir haben hier ein Versorgungslimit von 15. Kann ich hier reingehen? Richtung Sabo. Die Welt ist gefährlich, überall lauern Schurken. Es kommt euch zu an, dass man euch nach dem Leben trachtet. Oh Mann, das ist echt saudum jetzt. Was soll das denn? Wir haben doch gerade mal mit dem Herrschen begonnen. Wir können die Ulufa einkerkern, 55%. Ich wüsste nicht, warum. Ah, Anführer einer Verschwörung. Wir probieren es mal. Hat geklappt, wunderbar. Und vielleicht können wir sie gleich auch hinrichten. Da sind alle wieder dagegen. Die ist 58 Jahre alt. So, ab nach Salvo. Dann würde ich sagen, holen wir uns gleich mal die 2000. Es kam übrigens letztens ein guter Tipp unter einem der Videos auf YouTube, die ich hochgeladen habe. Bezüglich der Plünderer, die mich hier immer genervt haben mit dem Eberhard-Württemberg-Durchgang. Und da kam eben der Hinweis, dass es natürlich auch durchaus daran liegen kann,
dass wir das Shattered Retreat ausgeschaltet haben. Und dadurch flüchten die Leute immer, oder die Plünderer immer nur in die nächste Provinz rein und kommen dann gleich wieder zurück. Wenn Shattered Retreat angestellt ist, was ich nicht gemacht habe, auch hier jetzt in dem nicht, in dem Run, dann laufen die immer ganz weit zurück und bleiben dann auch ganz lange da oben. Für eine gewisse Zeit, der stand auch mit dabei. Und eventuell dann kommen sie wieder irgendwann zurück. Aber dadurch, dass ich das ausgestellt habe, hat sich das so krass ausgewirkt. Und die sind immer wieder zurückgekommen. Und das, ich bin geneigt, vielleicht bei einem der nächsten Durchgänge das wieder anzustellen. Ich bin ja kein Fan von Shattered Retreat, überhaupt nicht. Aber in diesem Fall könnte man das durchaus mal wieder anstellen. Ich meine, bei EU4 war es ja auch so, da ist ja auch Shattered Retreat standardmäßig angeschaltet. Von daher kann man das vielleicht auch hier wieder mal machen. Oh, und wir haben schon einen Anspruch für 22 Gold. Wir haben gerade mal 31 aktuell. Wir verlieren ziemlich viel Geld. Und Prestige. Ach komm, wir machen's. Wir setzen ihn durch. Und wir haben einen neuen Erben, unseren Bruder Sverker Eiriksson. Was hat er denn für Werte? Fähiger Taktiker, stur, fleißig und grausam. Er hat 26 Punkte. Eher so mittelmäßig. Gab es einen spezifischen Grund, wieso du es deaktiviert hast? Weil es nervt, ja. Es ist so unglaublich nervig. Komischerweise bei EU4 stört es mich nicht so. Aber bei Crusader Kings, ich weiß nicht, ob das sich genauso verhält, aber bei bei Crusader Kings ist es irgendwie um ein Vielfaches nerviger. Oder es liegt daran, dass ich mich einfach daran gewöhnt habe, dass es da bei Crusader Kings eben eigentlich standardmäßig nicht der Fall war, bis es eingeführt wurde. Und man es einfach gewöhnt ist. Oh, da kommen wir jetzt einfach mal hier. Oh Mann. Da geht er hier einfach mal an Bord. Was machst du denn hier? Er kommt hier einfach mal hier an Bord und stürzt sich auf uns ganz schlecht so. Wir sind im Minus. Naja, also wie gesagt, vielleicht ist es die Macht der Gewohnheit, dass es an dem liegt. Ich weiß es nicht. So, wir werden hier mal ausrüsten. Gehen mal mit euch hier hoch, 2500. Er geht Richtung Usima. Wer kommt zuerst an? 6. Juni, 5. Juni. Ah, jetzt bleibt er wieder stehen. Ah, ich warte hier noch ab. Wir haben jetzt keine Notwendigkeit hier, den Krieg, die Schlacht zu schlagen, während er hier noch belagert hier drüben. Und da sind wir eh schon bei 100%. Dann sparen wir uns einfach die Manpower. Erzwingen die Forderung und sind wieder ein bisschen gewachsen. Dann, ich habe tatsächlich diese Truppe jetzt hier mit rübergenommen, Mensch. Bringen wir euch wieder zurück an Bord. Ihr müsst auch an Bord gehen. Wir sind deswegen im Minus offenbar, weil die Schiffe so viel kosten. So wie es aussieht. Die Schiffe sind schweineteuer. So, Sieger 2 ist so gemein, weil die AI ihre Truppen dreimal so schnell regeneriert wie das eigene Imperium. Ist das so? Auf der anderen Seite, du hast halt auch hier das Problem, wenn du Truppen angreifst, die keine Moral haben, dann hast du auch fast keine Verluste, habe ich das Gefühl. Das heißt, du musst dich viel, viel öfters angreifen, wie wenn du wartest, bis du wieder volle Moral hast und dann, bam, richtig draufhaust. Hallo Kadra. Aber hallo, natürlich ist Norwegen schon glorreich. Klein Refil scheint gerne alles zu teilen. Was? Könnt ihr wohltätig werden? So, Schiffe kommen gleich mal weg. Sobald die im Hafen sind. Schau her, wie groß wir mittlerweile schon sind.
Jetzt fehlt noch Island hier oben, damit das auch schön eingefärbt ist. Das wird als nächstes angegriffen. Aber erstmal müssen wir unsere Truppen wieder nach Hause bringen. Zack. So. 4200. Was haben wir denn rechtmäßige Einkerkerung von? Ah, Häuptling Sampo, den wir gerade eben kassiert haben. Anführer einer Verschwörung. Ah, da muss ich ja wieder rüber. Kann ich dich nicht einfach so irgendwie zufriedenstellen? Probier's mal. Okay, er kommt mit 965. Okay, wir machen es nochmal. Es hilft ja alles nichts. Dann sperren wir den ein und setzen jemanden auf den Thron, der nett ist. Der ganz nett ist. So, und diesmal passe ich mal ein bisschen auf, dass wir die 2400 nicht rüberholen. Wir können theoretisch eigentlich auch mit euch gleich hier rüber. Das würde auch reichen. Er hat 965. Wir haben hier 2000. Also sparen wir uns das mal. Ein berühmter Schreiber bietet an, eure Familienchronik zu verfassen. Für 4,6 Gold. Ja. Stolz schadet nicht für Prestige, wenn wir das bekommen. So, mit minus 4. Mensch, wir müssen unbedingt jetzt raiden gehen. Ganz, ganz wichtig. Angriff bei voller Moral bedeutet viele Tote, sehr viel Kriegsbeteiligung. Niedrige Moral bedeutet, dass die Truppen leichter besiegt werden. Das ist richtig. Durch was man erkennt, was ich spiele. Königreich Noriger. An der Karte selber kennst du es natürlich nicht. Also an den Kartenfarben jetzt. Aber das ist ja auch bei EU4 so, da kennst du es ja auch nicht. So kennst du es. Ne? Mit dem grünen Bereich. Da siehst du es, aber im normalen Kartenmodus kennst du das auch nicht. Oh, jetzt hat er hier 1800 plötzlich. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Sag mal, wo kommt ihr denn her? Ich probiere es trotzdem mit den 2100 erstmal. Das sollte schon reichen. So, wir marschieren mal hier rüber. Wir könnten theoretisch unsere Verbündeten auch noch rufen. Na komm, muss aber jetzt nicht sein. Wir probieren es. Geh mal Richtung Hauptstadt. Dann werden wir den einkassieren und werden ihm die Glatze polieren. Was sind denn das für ein... Ach, das sind die jetzt. Jetzt pass mal auf, mit den 1400 könnten wir raiden gehen. Wir gehen mit den 1400 raiden. Oh, aber erst wenn wir im Frieden sind. Okay. Bei EU4 steht ganz oben links der Landesname. Ach so, das ist hier nicht der Fall. Aber wer kennt sie nicht? Die berühmte, das berühmte Wappen von Königreich Noriger. Hallo Don, hallo Dietzel. Das kennt ja jeder. Ne? So, vielleicht können wir uns sogar aufteilen und zweimal belagern. Ah, es wird knapp. Kann auch nach hinten losgehen. Na gut. So, er belagert auf alle Fälle auch schon fleißig. Unsere Verlobte ist erwachsen geworden. Einen schönen Ponyschnitt hat die. Jedenfalls glaube ich, dass man das so nennt. Ponyschnitt. Ein kaufmännisches Genie für Verwaltung. Oh, sehr gut. Ohohoho. Die 21 Punkte, da kommt uns ja auch wieder Teil zugute. Perfekt. Sehr gut. Na gut, Diplomatie könnte ein bisschen besser sein. Aber wer bin ich? Meine Angetraute hier im ersten Verlobungsjahr, im ersten Heiratsjahr gleich mal zu kritisieren. Ein Hilfsteuer mit 11 Gold. Jawohl. Dann schauen wir mal, ob wir unsere gute Dame gleich mal überreden können. Moment. Ah, Slawisch. Wir sind... Können wir dich überreden, dass du
Oh, wir können keine religiöse Konvertierung erlauben. Na gut, dann bleibst du eben slawisch, ist auch okay. Ob ich World Conquest versuche? Nein. Es gibt kein Ziel jetzt hier mit diesem Charakter, den ich aktuell spiele. Ich habe mir selber jetzt einfach mal spontan das Ziel gesetzt, dass wir hier Großbritannien komplett einnehmen. Weil es eventuell ein Achievement gibt, als germanischer Charakter mit dann englischer Kultur oder so. Ich glaube, irgendwas habe ich da noch im Hinterkopf.